Beachtlicher Andrang bei der Protestkundgebung gegen die geplante Deponie im Lammingtal. An die 150 Demonstranten, an der Spitze politische Vertreter aller Parteien, wiesen auf die Unverträglichkeit der geplanten Bauschuttablagerung hin. Man gibt sich durchaus kämpferisch. Wir werden alles ausschöpfen, was es noch gibt. Die rechtlichen Möglichkeiten haben wir schon versucht auszuschöpfen. Aber ich habe gesagt, wenn alles nichts nutzt, dann setzen wir uns auch auf die Straßen. Und als Vorgeschmack dazu und wie ernst es uns ist, wollen wir das heute einmal sagen, wie das dann in Zukunft ausschauen wird. Dann wird aber sicher keine Umforderung mehr bestehen, sondern dann wird wirklich die Straße blockiert. Und ich glaube, das ist einfach unser Auftrag, dass wir das ernst nehmen, was die Menschen wollen. Und da geht es tatsächlich ums Wohl der Menschen und da kann man nicht einfach sagen, ja, das steht halt irgendwie in einem Gesetz und deswegen fahren wir drüber. Das, was wir tun können, das tun wir. Fritz Grazer und ich gemeinsam, städteübergreifend, parteiübergreifend, ÖVP, SPÖ ist heute da, versuchen wir natürlich zu sagen, das wollen wir nicht. Da geht es in ein Juwel der Grünen See und das ist die Zufahrt mitten durch unser Siedlungsgebiet. Also wir werden alles tun, was uns möglich ist, um das Projekt zu verhindern. Laut Schätzungen sind rund 5000 Menschen direkt betroffen. Eva Domberger, Sprecherin der Bürgerinitiative, konkretisiert noch einmal die Sorgen der Anrainer. Die größten Ängste sind eben, dass unser Trinkwasserbrunnen, der ist nur 1,5 Kilometer von der Deponiefläche entfernt. Es ist die Deponiefläche unterhalb auch grundwasserführend. Es ist zwar laut Gesetz genug Tiefe vorhanden, aber wenn das Trinkwasser mal verseucht ist, dann ist das kostbarste Gut von uns beim Teufel, nicht? Natürlich auch die Staubbelastung und die Lärmbelastung und die verkehrstechnische Situation wäre untragbar, vor allem eben im vorderen Bereich der Tragösserkreuzung. Wie es jetzt konkret weitergeht, weiß derzeit niemand so genau. Kommende Woche jedenfalls gibt es eine abfallrechtliche Verhandlung. Gegessen ist das Thema scheinbar noch lange nicht. Ja, es gibt schon durchaus realistische Chancen, weil es doch Einwendungen gibt, weil es Widersprüche unserer Meinung nach auch bei den Sachverständigengutachten gibt, weil noch nicht lang und noch nicht alles am Tisch ist. Außerdem muss man noch sagen, Verkehr ist im Opferwirtschaftsgesetz zwar kein Kriterium, aber es ist natürlich ein Kriterium, ob hier die Autos fahren können, in der Dichte fahren können und ob sie tatsächlich eine Zufahrt erlangen. Da gibt es keine Zufahrt, gibt es keine Deponie. Und es gibt auch noch naturschutzrechtliche Kriterien, die unserer Meinung nach auch noch lange nicht vom Tisch sind.